Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, wir sind immer noch in Durlaks Turm, haben aber den Großteil des oberen Turmes bereits erkundet. Was? Glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Gut. Ja, hier waren wir, glaube ich, schon überall. Das hatten wir schon alles. Sind wir das Nymphenhaar losgeworden? Ja, sind wir scheinbar. Okay, das heißt, gut. Dieses Stockwerk haben wir. Jetzt fehlt noch das Stockwerk hier. Und dann war's das. Beinahe unter meiner Würde. So, jetzt haben wir erst einmal unseren Kumpel hier, wenn niemand besser dem wir das Succubus-Haar gegeben haben in der letzten Folge. In der letzten Aufnahmesession. Der wird jetzt sicherlich stinkig sein. Das, Fremde? Hey, ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich komme nicht einmal in die Nähe der Treppe. Das wart ihr. Ihr habt mich verflucht, um mich hier gefangen zu halten. Dafür werdet ihr euren Kopf lassen. Ich werde euch töten, dafür, dass ihr mich umbringt, ihr übler Schurke. Tut mir ja fürchterlich leid. Aber ich werde euch wohl töten müssen. Ja. Was wollt ihr? Und jetzt zeigt er auch ein bisschen sein wahres Gesicht. Tut mir ja fürchterlich leid. Komm ruhig aber raus. Ich werde euch wohl töten müssen. Ja, er ist eh ein Schurke. So. Jetzt da er tot ist, können wir, glaube ich, alles an uns nehmen, was ihm gehörte. Und gibt das alles mal Khalid kurz. So. Die beiden Sachen identifizieren. Kurzschwert und Lederrüstung. Mhm. Und mir fällt gerade so auf, wir brauchen Schleuderkugeln. Oh, du hast auch noch was zu identifizieren. Und das kommt auch erstmal alles zu Khalid. Und du hast kaum noch Pfeile. Machen wir das mal so. So, dann brauchen wir erst die Feuerpfeile auf. Bei Khalid sind gar keine Pfeile mehr. Der hat nur noch die Speed-Tränke. Und jede Bade plus 1 jetzt. Jo. Okay. Ah, dumm. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ja, hier lang. Das heißt, Imoen geht erstmal hier lang. Gucken wir noch mal, ob Fallen hier sind. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Scheint nicht der Fall. Es gibt okay. So viele Orte, an denen ich jetzt. Da war nur ein Edelstein drin. Hier ist ein bisschen mehr Glitzer drin. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Glitzer. Das klang jetzt etwas ja? Komisch. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ja, die Truhe da scheint. Ihr habt mich nicht. Keine Falle ja. Zu haben. Die hat wohl der andere schon entdeckt. Ein Kettenhemd plus 1. Kann weg. Und das ist ein Blitzstab. Der kann eigentlich auch weg. Wo wird es sie denn überladen so sehr? Pfeile wiegen ja eigentlich nichts. Schwert auch nicht. Na gut. Okay, hier ist schon mal nichts. Und nimm wieder deinen Bogen in die Hand. Hier ist nur ein Gang. Hier ist ein Tempel. Mit einer Falle. Falle nicht entschärft. Imoen ist mit einem Schreckenszauber versehen. Okay. Das, obwohl sie 105 Fallen entschärfen hat. Okay, dann müssen wir jetzt mal kurz warten, bis die Falle, bis das abgeklungen ist. Ja. Wir können natürlich auch einfach mal Magie bannen auf sie wirken. Das geht schneller. Das kann Talisa ja. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Ja. Okay.
Und da haben wir das letzte Buch. Sehr gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann gehst du schon mal zurück. Während du dich hier weiter umschaust. Ein Heiltrank. Ist besser als nichts. Aber das hier ist eine Speisekammer, oder nee? Oder könnte eine Speisekammer sein. Was auch immer das an den Wänden da ist. Gut. Dann bleibt nur noch der Gang hier unten. Düna hier, das identifizieren uns mal bitte. Oder auch nicht. Ah, Trank der Schöpfungskraft. Leitfaden der Einsicht. Ja, das ist nochmal ein Weisheitsbuch. Und das ist ein Blitzstab, den ich nicht benutzen will. So, das heißt, also das brauche ich hoffentlich nicht nochmal vorlesen. Regierungspolitik, philosophische Abhandlungen, bla bla bla. Das ganze langweilige Zeug, was wir schon zweimal hatten. Was? Das ist übrigens der dritte Weisheitsleitfaden. Jetzt haben wir eine Weisheit von 20. Was uns zusätzliche Zauber gibt. Göttliche Macht. Nehmen wir mal vielleicht den Hammer. Wirkungsdauer. 3 pro Runde und 1 pro Runde der Stufe. Das heißt, sie ist jetzt Stufe 7. 8. Also plus 8 Runden. Und du hebst 4 Runden plus eine Runde für je 2 Zauberstufen. Du hebst nicht ganz so lange. Durch die Anrufung seiner Gottheit erwirkt der Anwender eines magischen Hammers. Für die Wirkung des Körpers kann der Priester als Stoffe für angefangene 6 Stufen des Priesters. Also plus 2 auf Angriffs und plus 2 auf Schadenswürfe kriegen wir jetzt für die weil wir Stufe 8 sind. Der angerichtete Schaden entspricht dem eines gewöhnlichen Kriegshammers gegen Gegner bis zu menschlicher Größe bzw. gegen größere Gegner zusammen mit dem jeweiligen Magiebonus. Ja, warum nicht? Klingt gut. Und da müssen wir hier, genau. Verteidigungskoordination haben wir schon einmal. Gift neutralisieren. Machen wir mal Schutz vor dem Bösen rein. Wie lange hebst du eigentlich? Eine Runde pro Stufe, also 8 Runden. Fast eine Minute also. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, werden alle Wesen innerhalb des Umkreises Schutz vom Bösen geschützt, genau. Wie lange hebt eigentlich unser Gebet? Hier. Wirkungsdauer 5 Runden. Mhm. Da fällt mir gerade ein, wie lange hebst du eigentlich? Zeitaufwand, Wirkungsdauer 6 Runden. Dabei habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass der das Gebet irgendwie länger hebt als der Segen. So, und Verteidigungskoordination hält auch 6 Runden. Okay. Im Vergleich hast 3 Runden plus eine pro Stufe. Da Dünner hier jetzt Stufe 9 ist, hebt das ganz schön lange. Aber gut, das heben wir uns für wichtige Kämpfe auf. Habe ich jetzt die Verteidigungskoordination? Nein, ich habe Schutz vor dem Bösen. Okay, reingesetzt. Gut. Sind wieder alle vorrätig? Ja, alle für da? Die Gruppe. Ja, ich habe jetzt meinen letzten Intelligenztrank getrunken für die Identifizierung, weil ich zu faul war zu rasten. Naja, sie hat ja genug Intelligenz. Denke ich mal, hoffe ich mal. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. So, jetzt bleibt nur noch dieser Gang hier und wie man sehen kann, der sieht schon mal ein bisschen komisch aus. Man kann es ja mal versuchen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Weil hier erstmal liegt hier ein Skelett und dann ist hier auch noch eine geisterhafte Gestalt. Durlak, mein Freund. Seid ihr zurückgekommen nach dieser ewigen Zeit? Ich bin es, Deitel, euer alter Freund. Ich habe gewartet, lange auf euer Kommen gewartet, euch zu helfen, mein Freund. Natürlich, Deitel, auch ich habe euch vermisst. Mörderisches Gespenst, euer Untod macht euch blind. Ich bin nicht Durlak und ihr seid nicht mein Freund.
Sprecht euch aus, Unwesen, was wollt ihr? Also beides klingt ein bisschen zu aggressiv, wie ihn mörderisches Gespenst zu nennen und ihm das vor den Kopf zu knallen. Und ihn als Unwesen zu beschimpfen auch nicht. Also müssen wir wohl auf das Spiel eingehen. Hier. Ihr seid neuerdings ungewöhnlich höflich, Durlak. Und ich glaube, ihr seid auch größer, als ich euch in Erinnerung habe. Die Zeit hinterlässt ihre Spuren an uns allen, nehme ich an. Aber meine Schuld hat sie nicht getilgt. Ich werde euch hier zu Diensten stehen, bis ihr mich nicht mehr braucht, um ich weiß gar nicht mehr genau, was wieder gut zu machen. Aber das macht ja nichts. Ihr hättet gar nicht so lange warten müssen, wenn ihr eure Schuld auf andere Weise begleicht. Könnt ihr euer Gewissen vielleicht beruhigen? Habt ihr irgendetwas anderes, das ich als Zahlung annehmen könnte? Irgendetwas Wertvolles? Ihr sprecht da von einer Schuld aus längst vergangener Zeit, betrachtet sie halt gezielt und ruht ein wenig aus. Ich will davon nichts mehr hören. Ihr seid frei und könnt gehen, wann immer ihr wollt. Welche Schuld sollte das sein? Was hat euch hier so lange festgehalten? Nehmen wir mal das in der Mitte. Ihr redet von den Alten, als ob es nicht zählte. Ihr werdet es wohl wissen. Als die Horden kamen und die Gesichter unserer Freunde trugen, habt ihr gekämpft, als ich es nicht konnte. Nicht zuschlagen konnte. Ich war ein Außenstehender in eurem Clan und ihr habt mich verteidigt, als alle sich gegen mich. Ich bin vom Leben erlöst worden, Amenius von der Schuld. Weist mich nicht fort, ein Freund würde mich nicht ab, weil es sei. Ihr seid anders. Ihr seid nicht derselbe. Ihr seid gar nicht Durlak. Ich werde kämpfen. Okay, jetzt haben wir einen bösen Geist. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ihr habt, wie ihr wünscht. Und dieser böse Geist. Was immer ihr braucht. Wirkt böse Zauber. Was? Ja, nichts leichter als das. Und portet sich. Was nicht so gut ist. Und ja, Verteidigungskoordination, schöner Zauber, aber Angriffskoordination oder beziehungsweise Gruppenkoordination besitzen wir leider wohl nicht. Okay, die sind jetzt mit was belegt? Mit Chaos. Okay, Chaos ist nicht so gut. Mach mal das Chaos weg. So gut ich kann. Düna hier. So, entchaost. Und weg ist das Gespenst. Das hätte ins Auge gehen können. Talisa heil dich mal. Und du heil mal Kalit. Ja? Ich hab genug davon. Also der gute Angriffskoordination haben hat meine Gruppe nicht gerade. So. Ein Trank, der wahrscheinlich mal wieder vergiftet ist. Genau, ein Verwundbarkeitstrank. Mit diesem verbackten Text. Dieser Unverwundbarkeitstrank versteinert übrigens, für die, die es noch die es vergessen haben sollten. Oh, hier fehlt ein Trank. Achso. Ja, okay. Mich kümmert's nicht. Aber hier müsste ein Trank der Schöpferkraft drin sein. Genau, ein frischer Schöpferkraftstrank für dich. Und was ist hier drin? Ein bisschen Gold. Gut, okay. Das wäre dann wahrscheinlich fast der gesamte erste Stock gewesen. Außer hier oben ist noch etwas. Nur diesem Gang sollte man nicht so sehr trauen. Nein. Okay, hier haben wir eine Küche. Und das war damit diese Etage. Das heißt, wir sind mit. Na, eigentlich noch nicht ganz. Ja, gut. Dumm-di-dumm. Ich will auch mal kurz einen Blick auf die Stufen werfen. Ja, hier sieht es okay aus. Also, wir haben hier schon Max-Stufe erreicht. Auch wenn hier noch
Das sind 148.000